Aber bevor wir nach Wattens schalten, möchten wir Ihnen noch ein tolles Event aus der Westside Soccer Arena in Wien zeigen. Da gab es vor kurzem ein besonderes Fußballturnier, wo 6 Special Needs Teams teilgenommen haben. Und die haben gezeigt, wie gut sich der Behindertenfußball in Österreich entwickelt hat. Beim ersten Spielerpass Cup waren Teams der Bundesligisten Rapid und St. Pölten mit dabei und haben Unterstützung von prominenten Schiedsrichtern erhalten. Stefan Strauß berichtet. Ein Fußballspiel besteht aus 2 Mannschaften und einem Schiedsrichter. So weit, so gut. Nur, dass der Schiedsrichter dann ein aktiver bzw. ehemaliger Profifußballer ist, das ist dann doch eher außergewöhnlich. So geschehen beim ersten Spielerpass-Cup. Mit Stefan Meierhofer hat der Veranstalter Spielerpass einen bekannten Botschafter der ersten Stunde. Er hat einfach wirklich einen total guten Charakter. Und auch die anderen Spieler, die wir heute zu Gast gehabt haben. Ja, eine tolle Geschichte, vor allem, weil es natürlich für uns als Organisatoren auch nicht immer so einfach gewesen ist. Ja, aber du hast einfach gewusst, diese Spieler, die wissen, um was es geht. Einmal ein Match von einem anderen Blickwinkel sehen. Eine interessante und auch witzige Erfahrung für die Profis. Ja, ich nehme alles zurück, was ich jemals gesagt habe über Schiris. Also es ist ein Knochenjob, das kann ich jetzt bezeugen. Die Pfeife habe ich nur für die Tore benutzen müssen. Also das war schon schön zum Sehen. 6 Promi-Schiedsrichter sind an diesem Tag im Einsatz. Vor den Augen ihrer Vorbilder zeigen die Mannschaften Kampfgeist, vor allem aber auch Spielfreude. Das erste Tor fällt bereits nach 5 Sekunden. Und mit diesem Tempo geht es dann auch weiter. Insgesamt 56 Mal jubeln die Teams in den ersten 6 Matches. Tolles Event. Die Leute, die hier mitgemacht haben, alle mit riesengroßer Begeisterung dabei und mit Freude. Und man sieht, dass sich auch die Letzten über den 6. Platz freuen. Und schöne Tore dabei gewesen, gute Spielaktionen und wie gesagt, die Freude steht im Mittelpunkt und ich glaube, dass jeder Einzelne, der heute teilgenommen hat, eine Riesenfreude von dem Event hat. Und deswegen große Komplimente an Nico, dass er das organisiert hat. Der Spielerpass hat heute sehr, sehr viele Menschen glücklich gemacht. Spielerpass rund um Gründer und Obmann Nicolas Karner engagiert sich seit mehreren Jahren im Bereich Special Needs Fußball. Besonders zu erwähnen ist hierbei auch das Projekt Balltonnen. Lehrlinge der Organisation Jugend am Werk bauen Mülltonnen zu Balltonnen um, die dann an die Behindertenteams vergeben werden. Ziel des Projekts Spielerpass ist es, den Menschen Behindertenfußball näher zu bringen. Es gibt noch immer sehr viele Menschen, die mit Behindertensport und mit Sport für beeinträchtigte Personen relativ wenig zu tun gehabt haben bis dato. Und mit diesem Projekt wollen wir auch natürlich Menschen zu diesem Sport überzeugen können und zeigen, dass das eigentlich der emotionalste Sport ist oder der emotionalste Fußball, besser gesagt. Und das ist uns heute gut gelungen und das spricht sich auch herum natürlich. Emotional geht es vor allem am Platz zu. Es wird um jeden Ball gekämpft. Auch der ein oder andere Zweikampf findet statt. Der Spaß steht aber dann am Ende doch im Vordergrund. Es ist einfach schön, dass jeder voll dabei war. Auch am Schluss, aber der Schiemann schon herausgefallen, offene Knie dabei. Aber unterm Strich, es kann nur einer gewinnen. Und trotzdem war die Freude auch bei der Verlierermannschaft nicht groß, dass sie einfach eine Medaille bekommen haben, einen Pokal bekommen haben. Neben Medaillen und Pokalen können die Spieler nach den Matches auch Kontakt zu ihren Vorbildern herstellen. Es herrscht reger Austausch zwischen Spielern und Schiedsrichtern. Ich kenne auch einige Spieler schon, also von Rapid natürlich, klarerweise auch von St. Pölten. Treffe habe ich schon öfters getroffen und war schön, bekannte Gesichter zu sehen. Ja, und auch das eine oder andere Foto wird im Anschluss noch geschossen. Ich hoffe noch, dass ich ein Foto mit Stefan Meierhofer mache, weil das war damals ein Vorbild von mir bei Rapid, wie er war. Und ja, ist noch jetzt ein Vorbild. Vorbilder müssen aber auch hier und da Vorwürfe verkraften. Warum ich Rapid verlassen habe? Danke. Rapids Stürmerproblem ist offensichtlich in aller Munde. Wie bedeutsam die erstmalige Ausrichtung des Spielerpass-Cups ist, sieht man auch anhand der Admira, die die Gelegenheit nutzt und zum ersten Mal ein eigenes Special-Needs-Team einsetzt. Damit haben nun bereits 4 Bundesliga-Teams eine eigene Special-Needs-Mannschaft. Der Behindertenfußball in Österreich wächst. Mir fallen jetzt so viele Projekte ein. Ich kann jetzt Krems-Wachau hernehmen, das Projekt, den SK St. Pölten, die Rapid, die Austria.
Watt, die schon seit Jahren das machen, ja, oder Special Olympics genauso. Ja, und man sieht einfach wirklich, die Admira hat heute zum Beispiel das erste Spiel überhaupt gehabt. Ja, und die haben natürlich jetzt nicht so gut gespielt, aber die Menschen sind ausbaufähig, sie lernen dazu, sie haben die Motivation und um das geht es in Wirklichkeit. Man muss sich mit ihnen beschäftigen und man muss ihnen auch wirklich diese Präsenz bieten und das wollen wir mit dem Turnier machen. Die Entwicklung des österreichischen Behindertenfußballs zeigt sich auch an der Atmosphäre des Turniers. Das Publikum erlebt bei freiem Eintritt spannende Spiele, eine Beatbox-Einlage und den Auftritt einer Breakdance-Gruppe. Generell herrscht die ganze Zeit über eine sehr freundliche Stimmung. Doch nicht nur neben, sondern auch auf dem Platz wird ein hohes Niveau geboten. Schöne Tore sind keine Mangelware, sehr zur Freude der Schiedsrichter. Man sieht da alles, die Burschen schießen, sie dribbeln, sie passen, also es macht wirklich Spaß und man sieht, dass die wirklich trainieren und dahinter sind. Es war einfach schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Spieler gespielt haben. Also, und man darf auch die Qualität nicht unterschätzen. Also, ich war ein bisschen teilweise dann auch überrascht, wie gut das gespielt worden ist. Also waren super Kombinationen dabei, super Abschlüsse und es ist echt schön zu sehen, dass der Fußball so verbindet. Etwas Spezielles erleben die Spieler dann ab den Kreuzspielen. Ähnlich wie im Basketball werden alle Spieler einzeln aufgerufen, sodass jeder einen Sonderapplaus bekommt. Einfach geil, dass so viele Leute gekommen sind und das ist einfach eine tolle Sache. Ich finde, das ist wirklich eine tolle Geschichte und ja, freue mich, dass so viele Zuschauer daherkommen. Letztendlich setzt sich das Team Special Olympics Österreich in einem torreichen Finale verdient mit 12:3 durch. Die Trainerin ist stolz auf ihre Mannschaft. Fantastisch, die Jungs waren voll motiviert von dem ersten Spiel. Ich habe nie erwartet, so viele Tore, aber ja, jeder war total begeistert. Und diese Begeisterung und dementsprechend war der Grund und das Ziel, warum haben wir das gewonnen, dieses Turnier. Auch die anderen Mannschaften können dem Turnier nur Gutes abgewinnen. Super Stimmung da, also ganz großes Lob an das Organisationsteam. Die haben es wirklich super gemacht, gut Werbung gemacht und es ist super für die Burschen, dass so viele Leute zuschauen sind. Am Ende bekommt jeder Spieler ein Spielerpass-T-Shirt und eine Medaille. Darüber hinaus dürfen sich alle Mannschaften über einen Pokal freuen. Diese Freude ist allen Teams anzumerken. Nach dem Turnier zeigt man sich erleichtert. Die Begeisterung für Behindertenfußball ist groß, sehr zur Freude des Organisatorenteams. Ich glaube, wir sind alle, und da meine ich alle, die Zuschauer, die Spieler und wir vom Organisationsteam, wir sind wirklich happy. Es ist einer der schönsten Tage in diesem Jahr auf jeden Fall gewesen und es gibt uns Mut für die Zukunft, daran weiterzuarbeiten. Und von nun an soll der Spielerpass-Cup regelmäßig stattfinden. Eine tolle Entwicklung, die dem Behindertenfußball in Österreich sehr gut tut. Die erstmalige Ausrichtung war jedenfalls ein voller Erfolg. Ja.